Hinter diesen Mauern verbirgt sich eine der letzten Werkstätten in den Niederlanden, in der immer noch traditionelle Delfter Blaukeramik hergestellt wird. Hier besuchen wir eine Porzellanmalerin und schauen ihr über die Schulter, wie sie die altehrwürdige Kunst aus dem 17. Jahrhundert ausführt. Bereits als kleines Mädchen träumte Wilma Plessier davon, Delfter Blau zu erschaffen. Sie begann vor 17 Jahren und ist heute eine der letzten Porzellanmalerinnen, die dieses traditionelle Handwerk ausüben. Ursprünglich von chinesischem Porzellan inspiriert, wurden diese holländischen Keramiken schnell unter dem Namen Delfter Blau populär. Die Farbe, die wir verwenden, enthält Kobaltoxid. Und Kobaltoxid in seiner ursprünglichen Form, so wie man das Element im Boden findet, ist schwarz. Erst im Brennofen bei ungefähr 1200 Grad Celsius wird die Farbe blau. Die Keramiken sind komplett handgefertigt. Die Designs bestehen ausschließlich aus Blautönen verschiedener Schattierungen. Zusammen mit dem niederländischen Produktdesigner Marcel Wanders wollte die Porzellanmalerin traditionelles Handwerk mit modernem Design verbinden. Als ich mit Marcel an diesem Stück arbeitete, hat er die verschiedenen Teile des Projekts von Hand geformt. Ich hatte jedes einzelne Stück auf meinem Tisch und jedes Teil war anders. Man schaut sich die Einzelteile an und überlegt, wo kann ich etwas akzentuieren? Oder wo kann ich mein Design mit den Linien fließen lassen, mit der Form, die er bereits mit dem Ton geschaffen hatte? Wir trafen den Designer in Amsterdam, kurz nachdem er das Kunstwerk in seinem Atelier fertiggestellt hatte. Im September wird es auf der Homo Faber-Ausstellung der Genfer Michelangelo Foundation in Venedig zu sehen sein. Marcel Wanders ist bekannt für seine kühnen Entwürfe, die auf diesem traditionellen Handwerk basieren. Wenn ich mit Delfter Blau arbeite, lasse ich etwas sehr Rohes mit einfließen, neben einigen sehr leichten und schönen Elementen. Ich finde es gut, wenn sich diese rohe Energie mit der klassischen Raffinesse trifft und beide verschmelzen, wie man an diesem Werk sehen kann. Herausgekommen ist ein Ein-Minuten-Stück, eine Arbeitsweise, für die Marcel Wanders bekannt wurde. Er formte die einzelnen Teile in nur einer Minute. Delfter Blau ist für mich sehr wichtig, weil es nationales Kulturgut ist. Es ist meine Identität. Es sind meine Onkel, meine Tanten, die es seit Hunderten von Jahren geschaffen haben. Meine Mutter hatte Delfter Blau und natürlich mochte es niemand, aber ich mochte es. Es ist also meine Kultur, die ich aufgreifen kann. Bewundern kann man die Porzellanfigur in der zweiten Septemberhälfte auf der Homo Faber-Ausstellung in Venedig. Dort stellt die Genfer Michelangelo Foundation europäische Handwerkskunst zur Schau.